Y'all in 1 Samuel 16? 1. Samuel 16. Verse 21, 22 and 23. Y'all read that? Habt ihr das gelesen? 1. Samuel 16, 21 bis 23. I'm a refreshment stand. Ich bin ein Erfrischungsstand. The Holy Ghost is in me. Der Heilige Geist ist in mir. The Holy Ghost brings the breath of life. Der Heilige Geist bringt den Atem des Lebens. The breath of life is refreshment to the human spirit. Der Atem des Lebens ist eine Erfrischung für den menschlichen Geist. Let me call out something. Lass mich etwas ausrufen. I rebuke the devil in Jesus' name. Ich tadle und weise den Teufel zurück im Namen Jesus. I defy the principality and power of the devil in Jesus' name. Ich widerstehe den Mächten und Gewalten im Namen Jesus Christus. I stand in the glory of God in Jesus' name. Ich stehe in der Herrlichkeit Gottes in Jesu Namen. I call down the power of God in Jesus' name. Ich rufe herab die Macht Gottes in Jesu Namen. I resist the armies of hell by the blood of Jesus. Ich widerstehe den Armeen der Hölle in dem Blut Jesus. I ask God for the mercy of God against principalities. Ich bitte Gott um die Gnade Gottes gegen diese Mächte und Gewalten. I command the devil to relent in Jesus' name. Und ich befehle dem Teufel loszulassen in Jesu Namen. I rebuke witchcraft. Ich weise Hexerei zurück. I curse you by the glory of God. Ich verfluche sie im Namen Gottes. I do not fear you. Ich fürchte dich nicht. I only fear the Lamb of God. Ich fürchte nur das Lamm Gottes. I only fear the Lion of Judah. Ich fürchte nur den Löwen von Juda. I rebuke your power and authority by the name of Jesus. Ich weise deine Kraft und Autorität zurück im Namen Jesus. And I thank God for his wonderful glory to take the power in his hand. Und ich danke Gott für seine wunderbare Herrlichkeit, dass die Macht in seine Hände nimmt. I rebuke the devil of intelligence in Jesus' name that would rise up against the blood of Jesus. Und ich tadle und weise zurück den Teufel der Intelligenz. I rebuke the devil of drug addiction in Jesus' name. Ich tadle und weise den Teufel der Drogensucht in Jesu Namen zurück. I rebuke the devil of sexual perversion in Jesus' name. Ich tadle und weise den Teufel sexueller Perversion in Jesu Namen zurück. I rebuke the demon of death in Jesus' name. Ich tadle und weise zurück den Dämon des Todes in Jesu Namen. I stand against the devil in Jesus' name against incredible odds. Und ich stelle mich gegen den Teufel in Jesu Namen. And I bow only to the name of Jesus. Und ich beuge mich nur vor dem Namen Jesus. I'm a refreshment stand. Ich bin ein Erfrischungsstand. I bring refreshing in Jesus' name. Ich bringe Erfrischung in Jesu Namen. I want you to look at something else. Ich möchte, dass ihr euch etwas anderes anschaut. And everybody wants to think you got to have 25, 30 years of experience to kill the devil. Und das ist für jeden, der glaubt, man braucht 25 oder 30 Jahre Erfahrung, um den Teufel zu töten. But you don't. Aber das brauchst du nicht. You got to have the name of Jesus. Du brauchst den Namen Jesus. You got to have the authority of heaven in your spirit. Du musst die Autorität des Himmels in deinem Geist haben. You have to have the ability to trust in Jesus. Du musst die Fähigkeit haben, Jesus zu vertrauen. I want to share something with you that happened to me personally. Ich möchte etwas erzählen, das mir persönlich passiert ist. I was called by the government of Mexico up to Mexico City. The government. Ich wurde von der mexikanischen Regierung nach Mexico City gerufen. So I went up there. I carried 9 of our elders with us. Ich bin hochgefahren und habe 9 unserer Ältesten mitgebracht. We had a good time. Wir hatten eine gute Zeit. The Holy Ghost made headways for us in the government. Der Heilige Geist hat für uns Brückenköpfe in der Regierung gemacht. We had our lawyers with us. Wir hatten unsere Anwälte mal bei uns. And God gave us liberty and victory. Und Gott hat uns Freiheit und Sieg gegeben. And before we left their offices, und bevor wir von unseren Büros weg sind, these government officials asked us if we'd pray for them. Haben uns diese Regierungsangehörigen gebeten, für sie zu beten. Because they had heard of the glory of God. Denn sie hatten von der Herrlichkeit Gottes gehört. And we said, absolutely. Und wir sagten, selbstverständlich. So you got to understand, the Indians that were with me. Ihr müsst verstehen, dass die Indianer, die bei mir waren, they are the bottom of the social ladder. Die sind ganz unten in der sozialen Hierarchie. Everybody else is standing on them. Jeder sonst steht auf ihnen drauf.
But I watched with my own eyes as federal government officials bowed in their presence. Aber ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie diese Angehörigen der Regierung sich vor ihnen gebeugt haben. I watched with my own eyes as these low social people laid hands on the highest of the government officials. Ich habe mit eigenen Augen gesehen, wie diese sozial ganz niedrig gestellten ihre Hände auf die Leute ganz oben aus der Regierung gelegt haben. I watched with my own eyes as these unsaved people began to be slaughtered by the Holy Ghost. Ich habe mit den eigenen Augen gesehen, wie diese nicht erretteten Leute vom Heiligen Geist hingeschlachtet wurden. The name of Jesus came over these people and slew them right in their own offices. Und umgeworfen wurden und der Name Jesu kam auf sie und warf sie in ihren eigenen Büroräumen um. Jesus changed them forever right in front of our eyes. Jesus hat sie direkt vor unseren Augen für immer verändert. It was an awesome miracle of the Holy Ghost. Es war ein ehrfurchtgebietendes Wunder des Heiligen Geistes. But we left there. Wir sind dort aber weggegangen. Got in our trucks and we was leaving. Wir sind auf unsere LKWs gestanden und dabei gewesen wegzugehen. It was as beautiful a day as I've ever seen. Es war ein so wunderschöner Tag, wie ich es noch nie gesehen hatte. But as we went off the plateau, off the mesa, the table up there. Aber als wir von diesem Hochplateau, wo Mexico City liegt, runterkamen, as far as you could see, there were thunder clouds. Da waren so weit zu sehen konnten es Gewitterwolken. It was a hurricane. Ein Hurricane, ein Wirbelsturm. It was amazing. Das war erstaunlich und beeindruckend. As we went down the mountain with great victory in our hearts. Als wir vom Berg herabkamen mit großem Sieg in unseren Herzen. The hurricane closed in on top of us. Da schloss sich der Wirbelsturm über uns. And the kind of a person that I am. Und die Art Person, die ich bin. When the work's done, I like to go to the house to my wife. Wenn die Arbeit fertig ist, dann gehe ich gerne nach Hause zu meiner Frau. I do a good job, but when it's time to go home, I go home. Ich mache meine Arbeit gut, aber wenn es eine Zeit ist, heimzugehen, dann gehe ich heim. And I don't like to let nothing get in my way. Und es gefällt mir nicht, wenn sich dann irgendwas mir in den Weg stellt. Not even hurricanes. Nicht mal ein Wirbelsturm. Now your opinion of whether they're from God or the devil is irrelevant to me. Und eure Meinung, was vom Teufel und was von Gott ist, ist für mich nicht bedeutsam. If it's in the way, it's a devil. Ja, wenn dieser Wirbelsturm im Weg ist, ist er vom Teufel. Und als wir in den Wirbelsturm reinkamen, bekam der Wind eine Geschwindigkeit von über 160 Stundenkilometern. It was almost blowing the trucks over. Und es warf fast unsere LKWs um. And we decided we had gone too far into it. Und wir haben festgestellt, dass wir zu weit reingefahren sind. We turned around to go back. Wir drehten um zurückzufahren. But we went about 200 meters behind us. Aber wir legten vielleicht gerade 200 Meter zurück. We found the mountain had fallen off behind us. Nur um festzustellen, dass hinter uns der Berg abgerutscht war, die Straße begraben hatte. So we turned around in the road quickly. Also wendeten wir wieder schnell auf der Straße. And we tried to get down the road. Und wir versuchten, die Straße weiterzufahren. But right in front of us in our lights, the whole mountain fell. Aber direkt vor uns im Scheinwerferlicht fiel der ganze Berg darunter. We were trapped. Wir waren in der Falle. So we sit in that. We put the two vehicles face to face. Wir haben die beiden Fahrzeuge einander gegenübergestellt. And we tied them together with winch cables. Und wir haben sie mit Abschleppkabeln verbunden. So that the one vehicle wouldn't be taken away. Damit nicht eines der Fahrzeuge sofort gewirbelt werden könnte. And we spent the whole night praying in tongues, afraid. Und wir verbrachten da die ganze Nacht, beteten Zungen und waren voll Furcht. We froze, it was cold. We were really up high, about 3,000 meters. Uns war kalt, wir haben gefroren, es war wirklich hoch, vielleicht 3,000 Meter.